Die Zahnbürste. Wenn du fertig bist, mein geheimes Wachstumselixier, werde ich meine ganz eigene Hundearmee erschaffen und dann regiere ich die... Ah! Wow, das ist super. Besser als eine Fernsehshow. Oh ja, es ist lustig, aber es wird nicht gut enden. Tom Thomas, mach dich Bett fertig. Na gut, Papa. Aber erst mein geheimes Rezept. Erstmal ein wenig von Carboniterus. Und jetzt ein wenig Brot und Butterus. Und zuletzt Bart von Amarosa. Kaubacke. Hab keine Angst, trink, mein Baby. Dann wirst du 10-mal so riesig. Was? Es mundet dir nicht? Ah, klar. Ich hab vergessen, umzurühren. Dieser Hyperschallmixer wird uns helfen. Tom Thomas, du solltest nicht benutzen, was dir nicht gehört. Das ist die Zahnbürste von deinem Vater. Ah! Hör bloß auf! Jetzt spinnst du aber. Oh-oh. Du sagst es. Oh-oh. Du bist zwar ein großer Junge, aber dein Hirn ist kleiner als Nolix. Oh, vielen Dank. Leg die Zahnbürste zurück an ihren Platz. Sie soll unberührt aussehen. Nee, das macht man doch nicht. Tom Thomas, was ist los? Fast fertig, Papa. Simka, Nolix, bitte. Ich brauche eure Hilfe. Keine Panik. Erst müssen wir herausfinden, was da drin kaputt gegangen ist. Eine elektronische Zahnbürste besteht aus 3 einfachen Teilen. Der Batterie, dem Motor und dem schlauen Mechanismus, der den Motor mit den Borsten verbindet. Das ganze Geheimnis der Zahnbürste liegt in diesem Mechanismus. Er nutzt die Rotation des Motors, um die Borsten schnell vor und zurück, nach links und nach rechts und von rechts nach links zu bewegen. Und so werden die Zähne geputzt. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir machen Folgendes. Erst den Motor rausnehmen, anschließend die Gänge und dann den Mechanismus. Wie lange brauchen wir dafür? 1 bis 2 Stunden. Was? Nein! Jetzt pass gut auf, Tom Thomas. Du musst jetzt erstmal das Batteriefach öffnen. Und du wartest genau hier. Die sind eure Zähne. Naja, es sind nicht eure Zähne. Aber ihr wisst, was ich meine. Heutzutage benutzen wir eine Zahnbürste, um unsere Zähne zu säubern. Das war aber nicht immer so. Die alten Ägypter benutzten gekaute Zweige, um ihre Zähne damit abzuschaben. Während die alten Griechen ihre Zähne mit einem Tuch abrieben. Und die Wikinger, naja, wer weiß, was die gemacht haben. Und dann vor nur ungefähr 200 Jahren hatte ein Engländer namens William Addis eine bessere Idee. Er bohrte Löcher in einen Fleischknochen hinein, steckte einige Borsten rein und so entstand die Zahnbürste. Und ich als Fixie, oder besser gesagt als Meisterreparateur, sage euch Folgendes. Ihr müsst eure Zähne oft putzen, vor allem nach dem Essen, sonst werdet ihr oft zum Zahnarzt gehen müssen. Und? Stimmt etwas mit dem Mechanismus nicht? Nein, nein, ist alles okay. Ist der Motor ausgebrannt? Nein. Was stimmt denn damit nicht? Du wirst es nicht glauben. Die Batterie ist alle. Das ist alles? Ich habe eine Idee. Ich tue neue rein. Dein Vater hat sie gerade eingeschaltet. Scheint alles okay zu sein. Sie funktioniert. Puh, Glück gehabt. Wunderbar. Dein Vater wird nie erfahren, welchen Schlabber du da reingemischt hast. Schlabber? Was fällt dir ein, Nolik? Wie kannst du es wagen, mein Elixier so zu nennen? Tom Thomas, irgendwie ist meine Zahnbürste voller Seife. Wie erklärst du dir das? Erwischt, hm? Und was sagst du jetzt?
Ventilator. Überhol ihn links. Gib Gas. Und jetzt nach rechts. Pass auf, die Wand. Halt auf die Bremse. Warum hast du nicht gebremst? Er hatte einfach Angst. Was meinst du mit einfach Angst? Ich hatte was im Auge. Ja, ja, du Rennprofi. Ich bin dran. Komm, ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Oh, was ist mit dem Computer los? Er macht mir schon länger Schwierigkeiten. Er geht von alleine aus. Es ist nichts Schlimmes. Ich mache ihn einfach wieder an. Das gefällt mir gar nicht. Komm, Nolik, wir gehen mal rein und schauen nach. Maschinen können genau wie Menschen mal krank werden. Sie können hohes Fieber bekommen und sogar husten und niesen. Und wenn Maschinen oder Geräte ernsthaft krank werden, dann kann es manchmal zu spät sein, sie überhaupt zu reparieren. Wäre es dann nicht besser, wenn wir sie von vornherein davor schützen könnten, krank zu werden? Jedermann weiß, dass Leute, die sich um ihre Gesundheit kümmern, seltener kränkeln und länger leben. Genauso ist's bei Maschinen. Maschinen gehen viel seltener kaputt und leben länger, wenn sie ordentlich behandelt werden. Deswegen müssen Maschinen von Zeit zu Zeit geprüft, gesäubert und geölt werden. Und das wird präventive Instandhaltung genannt. Und präventive Instandhaltung sollte demnach von Menschen und Fixies immer bedacht werden. Hören? Da ist jemand drinnen. Das ist wahrscheinlich nur der Fixifresser. Er lebt. Was meinst du mit Fixifresser? Wusstest du nicht, dass in einigen Geräten ganz schreckliche Monster leben? Sie greifen Fixies an und fressen sie auf. Und je kleiner die Fixies sind, desto lieber möchte das Fixie-Monster sie fressen. Und weshalb hast du mir nie irgendetwas über Fixifresser erzählt? Ich wollte nicht, dass du dich fürchtest! Ah! Okay, Angsthäschen, komm weiter. Und obwohl ein Ventilator nichts weiter ist als eine kleine Maschine mit einem Propeller, würde der Computer ohne ihn nicht laufen. Er hat die wichtige Aufgabe, all die anderen Teile zu kühlen, wenn sie heiß werden. Er kühlt das Innere eines Computers, indem er Luft verströmt. Falls der Ventilator aber schmutzig wird und nicht mehr geht, dann könnte der Computer überhitzen und ausgehen. Oder einfach kaputt gehen. Computer abschalten. Warum? Ich sag's dir später. Das wäre geschafft. Jetzt müssen wir ihn noch ölen. Lass mich mal. Okay. Schon geölt. Deine Nase auf. Plötzlich das furchtbare Brüllen des Fixifressers. Aber Angst hatte ich keine. Und ich bin rein in den Kampf. Und Simka? Oh, die hat sich irgendwo versteckt. Mädchen sind von Natur aus feige. Also habe ich das Monster ganz allein bekämpft. Ah! Oh,
das war wohl ein Beispiel dafür, wie feige Mädchen sich verstecken, wenn sie Angst kriegen. ja! Der Ballon. Keine Chance, du triffst daneben. Kein Problem. Ha, das kann doch jedes Kind. Ich wette aber, du schaffst es nicht mit einem Bodenaufprall dazwischen. Pass auf. Oh, wenn meine Eltern das erfahren. Vielleicht sollten wir Simka rufen? Simka! Und was wird Simka mit uns anstellen, wenn sie das sieht? Was habt ihr denn wieder angestellt, hä? Huh? Ihr solltet mit dem Ball nicht drinnen spielen. Und jetzt müssen wir deine Lampe reparieren. Aber wie? Da kommt ja jetzt nur mein Papa oben dran. Wieso nur dein Papa? Auf dem Regal steht ein Heißluftballon. Der kann nicht fliegen. Das ist nur ein Spielzeug, siehst du? Für dich ist es vielleicht nur ein Spielzeug. Doch für uns Fixies ist er vollkommen echt. Wenn ein Objekt leichter als Wasser ist, dann steigt es an die Oberfläche. Und genauso steigt etwas, das leichter ist als Luft, nach oben. Wusstest du, dass heiße Luft leichter ist als kalte? Das bedeutet, dass der Ballon hochsteigt, wenn man die Luft in ihm erwärmt. Heißluftballons nutzen spezielle Gasbrenner, um ihre Luft zu erhitzen, damit sie leichter werden. Und je größer der Ballon ist, desto mehr Leute kann er steigen lassen. Ich weiß, was du meinst, aber wo finden wir einen Brenner? Glaubst du, Fixies haben keine eigenen Brenner? Ha! Klar haben wir welche! Hol ihn mal runter und ich bringe unsere Eltern her. Nein, nein und nein! Das Menschenkind darf uns niemals sehen! Hör mal zu, Simka. Wir sind auch nicht damit einverstanden, dass es dich und Nolik sieht. Er wird nicht gucken! Papus, bitte! Du hast immer erzählt, wie du vom Fliegen geträumt hast seit deinem Astronautentraining. Ja, 2 Jahre war ich in Bereitschaft, war aber nie im All. Du hast auch nie einen Heißluftballon geflogen, mein Schatz. Dann sind wir uns also einig. Ich hab sie überredet. Es gibt nur eine Bedingung, du darfst nicht gucken. Okay. Ihr könnt jetzt kommen. Alles bereit für den Brenner. Wird vorbereitet. Abflugsgenehmigung? Genehmigung bestätigt. Und schon geht's los. Hurra! Er fliegt! Nicht gucken. Dreh dich um. Oh, es war aus Versehen. Ich werde den Schaden begutachten. Ich bleibe auf Flughöhe. Ja, Sie haben das Ziel erreicht. Heißluftballons sind fantastisch. Ich frage mich, wer sie erfunden hat. Das waren die Mongolfiers. Der Heißluftballon wurde im 18. Jahrhundert von den Mongolfier-Brüdern in Frankreich erfunden. In jenen Tagen gab es keine Gasbrenner. Also wurde die Luft im Ballon erhitzt, indem Stroh verbrannt wurde. Anfangs gab es keine Passagiere im Ballon. Außer den Fixies natürlich. Ich meine, wie sonst hätte der Ballon ohne sie abheben können? Unglücklicherweise wurden die Namen der Fixies, die jenen Flug unternahmen, nicht in die Annalen der Geschichte aufgenommen. Die Passagiere des nächsten Fluges waren Tiere. Ein Bock, ein Hahn und eine Ente. Und erst als die drei nach einem vollen 4-Kilometer-Flug sicher gelandet waren, trauten sich auch Menschen im Heißluftballon zu fliegen. Seit ihrer Erfindung sind Heißluftballons auch bekannt unter einem anderen Namen, Mongolfiers. Hurra! Didisch! Didisch! Alles klar. Simka, sag deinen Eltern bitte, dass ich ihnen wirklich sehr dankbar bin. Okay. Übrigens, du kannst dich umdrehen. Weißt du was, Simka? Lass uns den Ballon genau wie sie fliegen. Auf keinen Fall, Nolik. Dazu bräuchten wir den Brenner. Aber Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Ich lass euch schweben. Ich muss ihn sowieso noch zurück aufs Regal stellen. Schwingt euch rein und auf geht's!
Was heißt denn ihr Brüder? Also gut, wie Bruder und Schwester, Mongolfier. Die Fernbedienung. Hey Simka, der Knopf in der Fernbedienung steckt fest. Wie kriegen wir ihn da wieder raus? Schau zu und lerne, Nolik. Hilf mir. Komm schon. Soll ich jetzt loslassen? Ups. Nolik, versteck dich irgendwo. Nolik? Sie hat die Fernbedienung geklaut. Nolik? Wo versteckst du dich? Nolik! Hallo, Pixies! Hey, wo seid ihr? Hey, Tom Thomas! Du kommst gerade richtig! Kaubacke ist mit der Fernbedienung abgehauen! Na und? Ich kann ihn auch so einschalten. Und mein Lieblingstrickfilm fängt gleich an. Vergiss jetzt mal deine Trickfilme, Mann! Nolik ist weg! Ich befürchte, er hat sich in der Fernbedienung versteckt. Und Kaubacke hat sie geschnappt. Oh nein, er steckt in Schwierigkeiten. Tom Thomas, es muss doch was geben, was du tun kannst. Kaubacke, komm her. Wo versteckt sich dieser Hund? Ich schau mal in den anderen Zimmern nach. Simka, Tom Thomas, hier bin ich, könnt ihr mich hören? Ich glaube, ich werde warten. Kaubacke ist nicht da. Wo bist du? Hey, Simka. Ich habe ein Paket geholt. Was kannst du damit ausrichten? Ich werde nach den Infrarotstrahlen der Fernbedienung suchen. Das ist so cool. Aber was ist das? Ich erklär's dir. In fast jeder Fernbedienung befindet sich eine spezielle Glühbirne, die lichtemittierende Diode oder auch LED genannt. Wenn ein Knopf gedrückt wird, dann versendet die LED einen unsichtbaren Strahl. Und im Fernsehgerät befindet sich ein Empfänger für solche Strahlen. Der Fernseher versteht den Befehl der Fernbedienung und führt ihn aus. Zum Beispiel das Wechseln des Kanals oder das Regulieren der Lautstärke. Wenn die Strahlen unsichtbar sind, dann wie ist es dann möglich, sie zu sehen? Im Pakomat gibt es eine spezielle Brille, die mir helfen kann. Ja, und jetzt? Ruf Nolik. Bring ihn dazu, irgendeine Taste zu betätigen. Nolik, du musst einen der Knöpfe auf der Bedienung drücken. Ein Knopf? Aber wie soll ich das machen? Warte, Moment mal. Kaubacke, du bist eine Dunstbacke. Ich kann nichts erkennen. Doch, ich sehe was. Da ist er. Er ist da drüben. Kaubacke, komm her. Möchtest du ein Würstchen? Du stellst dich quer, ha? Also gut. Gefunden. Mit dem Strahl der Fernbedienung. Es ist nur schade, dass ich die Strahlen nicht sehen kann. Was meinst du? Das geht doch. Wenn man Infrarotstrahlen sehen will, muss man nur durch eine Digitalkamera gucken. Versucht's mal selbst. Klickt auf die Kamera auf eurem Handy. Jetzt drückt irgendeine Taste auf der Fernbedienung und richtet sie auf die Kamera. Ihr werdet einen grellen Punkt auf dem Bildschirm der Kamera sehen. Das ist die lichtemittierende Diode. Sie strahlt ein spezielles Licht aus, das vom bloßen Auge nicht erkannt werden kann. Man könnte die Fernbedienung natürlich auch auf einen Spiegel richten. Dann kann man durch die Kamera sehen, wie die lichtemittierende Diode von selbst angeht. Das bedeutet, dass unsichtbare Strahlen vom Spiegel auf dieselbe Weise abprallen wie normales Licht. Ihr könnt den Fernseher also auch kontrollieren, indem ihr das Licht der Fernbedienung von einem Spiegel abprallen lasst. Glaubt ihr mir nicht? Dann probiert's doch mal aus. Und übrigens,
Wenn du nicht immer deine Spielsachen unter das Bett stopfen würdest, dann hätten wir die Fernbedienung auch so gefunden. Keine Sorge. Wenn die Trickfilme vorbei sind, räume ich sie weg. Ach, schon zu Ende? Zeit zum Aufräumen. Das Kombinationsschloss. Nolik, bist du da? Komm schon raus. Ich finde dich sowieso. Nolik, bist du das? Das gilt nicht. Los, nochmal, komm schon. Du hast mich gesehen. Hab keine Lust. Ich soll Verstecken spielen, obwohl ich ein nagelneues Spiel hab? Wo ist es? Ich kann es nirgendwo im Zimmer sehen. Hab's mit in die Schule genommen. Wieso denn das? Um anzugeben. Weil ich noch nicht fertig gespielt habe. Das nächste Mal tue ich dir bestimmt keinen Gefallen. Moment. War es eine 3 oder eine 4? Könnte auch eine 5 sein. Hab's vergessen. Worum geht's? Hab die Kombination vergessen. Und jetzt kann ich nicht mal meine Hausaufgaben machen. Meine ganzen Bücher sind ja in der Tasche. Ich werde für dich jedenfalls nicht reinklettern. Schlag sie aus dem Kopf. Tom Thomas, warum hast du schlechte Laune? Der Code für das Schloss. Ich weiß ihn nicht mehr. Keine Sorge. Ha, den knacken wir. Ich weiß alles über Sperrcodes. Ein Sperrcode wird aus rotierenden Scheiben gebaut, die nummeriert sind. In der Mitte jeder Scheibe ist ein Loch mit einer Kerbe. Wenn alle Scheiben mit den Kerben in eine gerade Reihe gedreht werden, dann kann der Sperrstift des Schlosses herausgeschoben werden. Und um die Kerben in eine Reihe zu bekommen, muss man die Scheiben auf die Nummer des Codes stellen und das Schloss öffnet sich. So einfach ist das. Ich glaube, wir müssen ins Schloss reingucken. Ah, verstehe. Nolik, wo bist du? Es gibt Arbeit für uns. Ich werde es nicht tun. Gierigen Menschen will ich einfach nicht helfen. Nolik, kannst du mir nicht helfen? Ich werde doch nicht mehr so gierig sein. Na gut, überredet. Aber wenn wir fertig sind, lässt du mich mit dem Spiel spielen. Oh ja. Puh, es ist so eng hier drinnen. Halte durch. Wir drehen die Scheiben eine nach der anderen und du rufst Stopp, wenn sie in einer Reihe sind. Stopp, dreht jetzt die nächste. Stopp. Stopp. Jetzt probier's. Und dein Code war übrigens ganz leicht. Viel zu leicht. Die Geheimnummern und Zahlen, die ihr benutzt, um etwas zu verschließen, werden Code oder Passwort genannt. Und um sicherzugehen, dass euer Passwort wirklich gut ist, gebe ich euch einige Tipps. Wählt niemals ein Passwort, das für jemanden anders einfach zu erraten ist. Wie gleiche Nummern oder Zahlen oder alle in einer Reihenfolge. Es wäre auch nicht ratsam, euer Geburtsdatum oder euren Namen zu wählen. Es ist besser, ein Passwort zu nehmen, welches ein bisschen komplizierter ist. Und falls ihr eins ausgesucht habt, vergesst es nicht. Schreibt es auf einen Zettel auf und bewahrt es an einem sicheren Ort auf. Aber zeigt es niemandem. Und falls ihr das Passwort aus irgendeinem Grund vergessen solltet, dann schaut ihr einfach auf euren Zettel. Schließt du deinen Rucksack überhaupt ab? Um das Spiel vor den anderen zu verstecken. Und warum hast du es heute mitgenommen? Ich wollte vor der Klasse angeben. Und, hast du es gezeigt? Auf keinen Fall. Wenn sie es gesehen hätten, würden sie sagen, ich will auch mal spielen, lass uns auch mal. Also hast du es versteckt und überhaupt niemandem gezeigt? Nein, niemandem. Warum hast du es dann mitgenommen, Trottel? Um anzugeben. Du bist so ein Angeber.
So ein gieriger... Ups, nicht gieriger. Lasst uns jetzt spielen. Spielt ruhig. Wir stören dich doch nicht, oder? Könnt ihr nicht etwas sanfter springen? Der ganze Tisch wackelt. Das Mikrofon. Und was hältst du davon, wenn wir ins Kino gehen? Kino! Hey, du hast nicht alles getippt. Da war mehr. Hör besser zu. Und du solltest weniger Worte benutzen. Nolik, hey! Hallo? Worüber streitet ihr euch gerade? Naja, ich habe eine Mail an Johnny geschrieben. Das war ich, nicht du. Ich habe meinen Finger verletzt. Und Nolik hat mir seine Hilfe angeboten. Ich wusste ja nicht, dass du so viel plapperst. Oh. Jetzt verstehe ich. Tom Thomas. Wusstest du nicht, dass du Johnny direkt vom Computer aus anrufen kannst? Echt? Siehst du das Bild mit dem Telefon? Klick nur drauf. Hi, welchen Film willst du gucken gehen? Hallo Johnny, ist mir egal, aber nicht Piraten oder die Roboter. Hey, Tom Thomas, warum antwortest du nicht? Ich antworte doch. Hallo, hallo. Sprich in das Mikrofon. Ich habe aber kein Mikrofon. Hier, bitteschön, Ende der Diskussion. Alles klar, sprich direkt da hinein. Simka, komm schon. Kopfhörer benutzt man zum Hören. Es war ein Scherz. Das ist kein Scherz. Wir sprechen in Mikrofone und hören durch Kopfhörer. Aber beide Apparate benutzen eine spezielle Membran, um ihren Job auszuführen. Die Membran innerhalb eines Mikrofons fängt Klänge ein, die wiederum als elektrische Signale durch Drähte versendet werden. Und im Kopfhörer ist die Membran dafür zuständig, die elektrischen Signale wieder in Klänge umzuwandeln. Und so kommt es, dass Mikrofone und Kopfhörer auf eine sehr ähnliche Weise gebaut sind, obwohl sie ziemlich unterschiedlich verwendet werden. Also soll ich da direkt reinsprechen? Johnny, hallo da. Jetzt warte doch mal. Erst müssen wir deine Kopfhörer mal in das Loch stecken, wo das Mikrofon reinkommt. Ah, ich kapier's. Na los, jetzt ist es ein Mikrofon. Johnny, ich bin hier. Hörst du mich? Ja, er hört dich. Du kannst aber nichts hören. Nolik, steck jetzt um in das Kopfhörerloch. Roboter habe ich schon gesehen. Ja, ich auch. Nolik! Ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht gesehen hat. Du hast ihn noch nicht gesehen? Dann lass uns den gucken. Nein, das will ich nicht. Ich finde, dass die Roboter sogar langweiliger ist als die Piraten. Du willst die Piraten sehen? Entscheide dich mal. Willst du jetzt die Piraten gucken oder die Roboter? Ich will keinen von beiden sehen. Nolik, was machst du denn da? Was ich da mache? Naja, weil du und Johnny euch nicht gegenseitig zuhört. Ich hab ne coole Idee. Ihr müsst wie Agenten mit Walkie-Talkies sprechen. Wenn sie fertig sind und bereit für eine Antwort, sagen sie Ende. Super Idee. Wenn wir mit Hilfe des Telefons mit jemandem sprechen, dann gibt es zwei Kanäle für den Ton. Durch den einen sprechen wir und durch den anderen hören wir die andere Person reden. Manchmal müssen Leute aber miteinander sprechen und nur einen Kanal benutzen. Segler und Taxifahrer zum Beispiel nutzen einkanalige Radiogeräte. Wenn ein Radio an ist, kann man die andere Person sprechen hören. Aber sie wird euch nicht hören, außer ihr betätigt eine spezielle Taste. Dann werden sie euch zwar hören, aber ihr sie nicht. Das bedeutet, dass ihr euch abwechseln müsst beim Sprechen. Weil wenn alle zur gleichen Zeit sprechen, dann wird niemand irgendetwas verstehen. Um die Leute also wissen zu lassen, dass ihr fertig gesprochen habt und bereit seid zu hören, was sie zu sagen haben, sagt Ende. Johnny, hallo. Lass uns versuchen, wie Agenten auf Walkie-Talkies zu sprechen. Wenn du zu Ende geredet hast, dann sagst du zu mir Ende, Ende. Alles klar. Gehen wir also ins Kino? Ende. Nee, ich habe keinen Bock drauf.
Warum gehen wir nicht lieber Fußball spielen? Ende. Klingt gut. Mit wem hast du vorhin gesprochen? Ende. Das kann ich dir nicht sagen. Ist eine Geheimsache. Und wir Agenten müssen diskret sein. Wow, das hat toll funktioniert. Ihr beiden seid die Größten. Ende. Ups. Wir haben unser Bestes gegeben. Ende. Genau. Insbesondere ich. Ich bin auch total am Ende. Das Katapult. Was war das denn? Huh? Sehr seltsam. Tom Thomas ist nicht da. Aber diese Modellsoldaten haben sich sicher nicht allein erschossen. Das war ein echt guter Schuss. Er war zwar kurz und auch nicht hoch und schlecht gezielt, aber ziemlich schlecht. Er war gut, aber auch schlecht. Jetzt hab ich's. Also was machen wir nun? Wir müssen's neu positionieren. Höher! Hey, Feuer! Nolik! Warum solltet ihr einen Grund haben, auf Fixies zu schießen? Fixies? Die sollten doch jetzt in der Schule sein. Eigentlich bin ich gerade auf dem Weg zur Schule. Und was ist mit dir, Feuer? Warum bist du nicht dort? Weil es dort langweilig ist. Aber hier, schau nur, was für eine coole Waffe wir haben. Ha! Wie hast du das gerade genannt? Ihr wisst ja gar nicht, was das ist. Das nennt man Katapult, Leute. Ein verkatertes Pult? Nicht ein verkatertes Pult. Ein Katapult, Freunde. Katapulte sind antike Wurfmaschinen. Sie wurden benutzt, um Steine, schwere Pfeile oder Fässer mit brennendem Teer zu schleudern. Der Hauptteil eines Katapultes ist ein besonderes Tau. Es wird sehr, sehr fest verdreht, wie eine Feder. Das Seil wird anschließend um einen großen Löffel gewunden. Und dann, wenn der Löffel zurückgezogen wird, man einen Stein hineinplatziert und dann loslässt, feuert das Katapult einen Schuss ab. Und dann fliegt der Stein weit, weit weg. Aha. Verstehe. Jetzt machen wir's. Zu kurz gezielt. Wieso zu kurz gezielt? Was wolltest du denn treffen? Abwarten. Der Löffel muss weitergespannt werden. Nur ein wenig. Leute, ihr werdet das Glas zerbrechen. Nolik, gib ihm den Ruck. Alles klar. Ja, genau ins Schwarze. Lasst uns jetzt ins All fliegen. Warte, welches All? Was heißt hier fliegen? Wer wird denn jetzt fliegen? Ich werde fliegen. Haha, direkt aus dem Fenster, geradewegs zum Mond. Der erste Fixinaut der Welt. Bist du jetzt bereit für einen Flug ins All? Ja, Sir. Nolik, steig sofort aus dem Löffel aus. Ich werde der erste Fixie auf dem Mond. Ja. Nolik? Jetzt reicht's aber. Das soll wohl ein Scherz sein. Es ist ja gar kein Witz. Er wird ins All fliegen. Und wieso machst du das nicht? Weil er leichter ist. Moment mal. Menschen sind auch nicht direkt ins All geflogen. Zuerst einmal haben sie Hunde geschickt. Nee. Kaubeke passt hier nicht rein. Simka, warum gehst du nicht und lässt uns in Ruhe? Gut, ich gehe jetzt. Aber nur, wenn Nolik sich sofort einen Schutzhelm aufsetzt. Du hast ganz recht. Ich hole einen Helm. Das Katapult wurde zwar in antiker Zeit erfunden, es wird heute aber immer noch benutzt. Aber anstatt Steine zu schleudern, werden Katapulte verwendet, um Düsenflugzeuge abzufeuern. Die Startbahn auf einem Flugzeugträger ist recht kurz, also helfen Katapulte, damit Flugzeuge schnell genug werden, um abzuheben. Katapulte können auch fürs Retten von Piloten eingesetzt werden. Wenn ein Flugzeug einen Unfall hat, wird in der Kabine ein Katapult aktiviert. Der Pilot wird in den Himmel geschossen und landet auf dem Boden mit einem Fallschirm. Eine einfache Steinschleuder ist auch eine Art Katapult, nur eben ein sehr kleines. Seid aber vorsichtig mit diesem Spiel. Es kann für euch und andere gefährlich werden. Und was uns Fixies betrifft, wir benutzen Katapulte nur für Friedensmissionen. Schnell! Unser Nolik wird gleich mit einem Katapult zum Mond geschossen! Was? Und was, wenn ich da neue Fixie treffe? Was soll ich zu ihnen sagen? Hallo alle! Und bitte sie doch, dich zurückzuschießen!
Also? Jetzt geht's los! Feuer! Abwurf! Stopp! Nein! Simka! Lolli! Ich steige nicht auf! Wir leben noch. Hurra! Er ist abgeflogen! Wer ist abgeflogen? Was? Sprungen! Hier, ein Sturzflug. Wir sind nicht schuld. Du bist halt schwerer als Nolik und deswegen kamt ihr nicht weiter. Papus, vielleicht können wir es noch einmal probieren. Was? Die Kabel. Ruhe, bitte. Der Unterricht beginnt jetzt. Seid leise. Ruhe, bitte. Ah, oh, es ist ja so heiß hier. Heute lernen wir etwas über... Oh. Wow, was war das, hä? Es muss ein Erdbeben gewesen sein. Ja, es war ein Erdbeben. Hurra! Oh, tut mir leid, Professor. Oh, ich suche eine Steckdose für diesen Ventilator. Oh, es ist furchtbar heiß. Da haben Sie recht. Suchen Sie ruhig weiter. Nun ja, wo war ich? Ach ja, heute. Nein, das kann nicht sein. Im ganzen Labor gibt es keine freie Steckdose. Unfassbar. Ziehen Sie eines der Kabel heraus. Dann haben Sie eine freie. Geht nicht. Ich hätte Angst, ein wichtiges Gerät abzuschalten. Selbst Volt würde sich in diesen Kabeln verirren. Keine Sorge, lieber Professor Eugenius. Wir finden eine Steckdose für Sie. Das stimmt, Kollege. Gönnen Sie sich eine Tasse Tee, ruhen Sie sich aus. Danke, Kollege. Und wie immer bin ich euch ewig dankbar. Fixies haben Schulen an allen denkbaren Orten gegründet. In Fabriken, Geschäften und Lagerhallen. Überall dort, wo viele Maschinen und Geräte zu finden sind und wo man sich vor Menschen verstecken kann. Und wir haben unsere Schule hier gegründet, mitten im Labor von Professor Eugenius. Es ist ein fantastischer Ort, an dem ich unterrichten kann. Jeden Tag werden neue Apparate, Materialien, Spielsachen und sogar Nahrungsmittel zur Inspektion hergebracht. Und es gibt hier auch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Geräten und Werkzeugen, die unserem Studium dienlich sind. Das Wichtigste ist aber, dass wir uns nie verstecken müssen, denn der Leiter des Labors, mein Kollege Professor Eugenius, ist ein guter alter Freund. Er liebt Fixies nämlich und hilft uns jedes Mal, wenn's nötig ist und würde uns nie verraten. Was machen wir als Erstes? Erstmal ziehen wir diese Kabel auseinander. Ha, das mach ich doch im Nu. Nein, hier! Nolik, hilf uns! Los, zieh nach! Komm schon, komm schon, komm schon! Noch ein Ruck! Hört auf! Ich komm nicht raus! Lockere die Kabel! Wir müssen dieses hier rausziehen! Sofort aufhören mit dem Blödsinn! Danke, Ziffer! Tidisch! Also, ich sehe die Sache so. Um diesen Knoten hier vorne zu entwirren, müssen wir die Öse da vorne erweitern und dann dieses Kabel durchziehen. Und dann das Ganze auf der anderen Seite auch. Genau so. Sehr gut, Mädels. Jetzt feste ziehen. Perfekt. Hey, guck mal her. Dieses grüne Kabel ist überhaupt nicht verbunden. Das heißt, niemand braucht es. Zieht es also ruhig aus der Steckdose heraus. Ich mach's. Werda, hier ist noch ein unverbundenes Kabel. Ich hab noch eins gefunden, das niemand nutzt. Ich meine, Simke und ich fand das gemeinsam. Lolik, warum bist du traurig? Weil ihr alle schneller seid als ich. Siehst du dieses Kabel? Untersuch es doch mal. Wirklich? Oh, wow! Was? Hast du einen Schatz gefunden, Nolik? Aha, da sind 6 freie Steckdosen drunter. Super! Jetzt kann Professor Eugenius seinen Ventilator, seinen Wasserkocher und sein Bügeleisen einstecken.
Gerät, das ohne Batterien läuft, an ein Stromnetz zu schließen, muss man ein paar Metalldrähte in eine Steckdose stecken. Die Drähte dürfen sich aber nicht berühren, sonst verbrennt der Strom sie. Deswegen werden Drähte isoliert, das heißt mit Plastik und Gummi umrandet, damit die Elektrizität nicht von einem Draht zum anderen geraten kann. Auch wir werden dadurch geschützt. Seid also immer vorsichtig mit Drähten und fasst nie ein offenes oder beschädigtes Kabel an, sonst bekommt ihr einen elektrischen Schlag. Oh, was täte ich nur ohne euch, meine lieben Freunde. Vielen Dank. Ach, Entschuldigung, ich sollte gehen. Gehen Sie nur, eine gute Idee. Und wir machen weiter. Worum ging es eigentlich? Es ging um Kabel. Sieht so aus, als ob die Stunde vorbei ist. Zeit zum Spielen gehen. Der Packomat. Simka, kann ich den Packomat haben? Ich möchte gerne ein wenig mit ihm üben vor dem Test. Na klar. Du bist echt gut da drin. Gut? Ich könnte wohl kaum schlechter sein. Ich wollte einen Staubsauger. Eigentlich warst du ganz nah dran. Zumindest hat er den Schlauch rausbekommen. Das ist gar nicht zum Lachen. Um ein Werkzeug aus einem Packomaten zu nehmen, muss ein Fixie nicht nur den Knopf auf seiner Brust betätigen, sondern sich das Werkzeug auch bildlich vorstellen. Im Erwachsenenalter fällt es Fixies leicht, dies zu tun. Aber während sie Kinder sind, müssen sie hart trainieren, um diese bedeutende Fertigkeit zu erlernen. Um neue Werkzeuge handhaben zu können, legen Fixies wichtige Prüfungen ab. Wenn sie eine Prüfung bestanden haben, dann wird das entsprechende Werkzeug ihrem Packomaten beigefügt. Es gibt viele Dinge, die man in ihm finden kann. Schraubenzieher, Hammer, Leitern, Staubsauger und sogar Lötkolben. Viele der Werkzeuge, die Fixies benutzen, sehen jedoch anders aus als die der Menschen. Der Grund dafür ist sehr einfach. Das liegt daran, dass Fixies Geräte reparieren müssen, die viel größer sind als sie selbst. Ich wünschte... Nur ich wüsste, welches Werkzeug beim Test drankommt. Ich hab's! Bleib genau hier stehen! Großfix! Was? Wegen dem Test. Um welches Werkzeug wird es sich handeln? Das ist geheim. Oh, wie schade. Du kannst doch ein Geheimnis wahren, oder? Na klar! Dann sag ich's dir. Der heutige Test handelt von Zangen. Verstehst du? Aber sag es niemandem. Alles klar? Auf keinen Fall. Ich werde ihn nie bestehen. Willst du? Er wird die Zange dran nehmen. Hä? Woher weißt du das? Das ist geheim. Hä? Okay, Ziffer. Versuch doch mal, ein paar Zangen rauszuholen. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Denn sie greift alle Dinge geschwind. Doch pass auf deine Finger. Weil du sie noch lange brauchst. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Gut gemacht, du hast es. Vielen Dank, Nolik. Ich bin es nicht, dem du danken solltest. Wofür? Das Geheimnis. Welches Geheimnis? Wegen der Zangen. Ach, das. Weißt du, ich habe ein neues Thema gewählt. Das Thema wird jetzt nämlich der Hammer sein. Ein Hammer? Aber es ist ein Geheimnis. Ich weiß schon. Er hat geändert. Es ist ein Hammer. Bist du dir sicher? Absolut. Na gut, ich werde es probieren. So ein Hammer ist das Werkzeug schlechthin. Denn er nagelt alles zu ganz geschwind. Doch pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. So ein Hammer ist das Werkzeug schlechthin. Super, ich bin sicher, du schaffst das. Nur wenn er mich über einen Hammer befragt. Bin gleich zurück. Großfix, ist es wirklich ein Hammer? Nein, ein Hammer wäre viel zu einfach für diese Kinder. Also jetzt ist es eine Bohrmaschine. Bohrmaschine? Aber es... ist ein Geheimnis!
Jetzt weiß ich's. Es gibt keinen Zweifel mehr. Es ist eine Bohrmaschine. So ein Bohrer ist das Werkzeug schlechthin. Denn er bohrt 100 Löcher geschwind. Doch pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. So ein Bohrer ist das Werkzeug schlechthin. Und was, wenn's keine ist? Richtig! Pass auf deine Finger auf, Finger auf, Finger auf. Pass auf deine Finger auf, weil du sie noch brauchst. Das reicht. Ich habe jetzt genug. Ich gehe jetzt und mach den Test. Ja. Schiffer? Komm nur rein. Professor, worum handelt es sich denn beim heutigen Test? Ach nichts, du hast schon bestanden. Was? Sie meinen, Sie werden mich überhaupt nichts fragen? Nicht nötig. Du bist ausgezeichnet im Umgang mit dem Pacomar. Woher wissen Sie das? Das ist ein Geheimnis. Und wir Fixies wissen, wie man ein Geheimnis wahrt. Der Bewegungssensor. Dieses Teil muss unbedingt neu ersetzt werden. Ich habe eine Idee. Wir können zum Lager laufen und es holen. Weil es für Sie zu umständlich ist. Und so konnten Sie weiterarbeiten. Also gut. Merkt euch nur den Code für das Ersatzteil. A8375. Das merke ich mir bestimmt. Warum ist die Lisa immer zur falschen Zeit da? Müssen wir denn warten, bis sie weg ist? Ha! Wozu? Wir schleichen uns halt raus. Ziffer, hast du das Ersatzteil? Ich hab's. Sind wir bereit? Ja, alles klar. Na dann los! Professor Eugenius, Sie sind hier. Wissen Sie, warum sich diese Tür selbst öffnet und sich selbst schließt? Ha, klar weiß ich das, Elisa. Ich habe sie in eine elektronische Tür umgebaut. Sehen Sie, ich habe über ihr einen Bewegungssensor installiert. Ein Bewegungssensor ist eine Art elektronisches Auge, das Bewegungen in seiner Nähe wahrnimmt. Habt ihr euch je gefragt, weshalb sich Türen in Geschäften oder am Flughafen öffnen? Das tun sie mit Hilfe von Bewegungssensoren. Wenn der Sensor sieht, dass sich jemand der Tür nähert, dann sendet er ein Signal an den elektronischen Motor der Tür. Der Elektromotor öffnet dann die Tür und schließt sie automatisch, nachdem die Person hindurchgegangen ist. Dieser Mann ist erstaunlich. Nur ein bisschen unordentlich. Die Tür ist jetzt automatisch? Wieso hat sie sich denn nicht auch für uns geöffnet? Weil wir zu klein sind für den Bewegungssensor. Aber das Ersatzteil ist doch groß genug. Groß genug, dass der Sensor es sehen kann. Also wie kommen wir da rein? Wir tricksen es aus. Wir laufen nah an der Wand entlang. Lasst uns so nah wie möglich an der Wand bleiben. Diese Tür ist mir ein bisschen zu automatisch. Und schon wieder diese Teile. Hatte ich die nicht weggelegt? Ach, der Sensor hat uns trotzdem gesehen. Wir sollten ihn einfach zerschlagen. Warum denn ihn zerschlagen? Wir müssen ihn doch nur lediglich deaktivieren. Sensoren sind da, um Menschen in verschiedenen Situationen helfen zu können. Bewegungssensoren erkennen beispielsweise Bewegungen und können dann automatisch eine Tür öffnen oder Licht machen. Einige Fahrzeuge sind mit Regensensoren ausgestattet. Ehe es regnet oder schneit, betätigt der Sensor automatisch die Scheibenwischer des Autos. Es gibt auch Sensoren, die lichtempfindlich sind. Wenn es abends dunkelt, können Lichtsensoren eingesetzt werden, um Straßenlampen zu betätigen. Und morgens, wenn es dämmert, schaltet sie der Sensor wieder aus. Ein Rauchdetektor spürt es, wenn Rauch in einem Raum entsteht.
Dieser Sensor kann dazu dienen, einen Feueralarm oder ein automatisches Löschsystem zu betätigen. Deaktiviert! Das sollte genügen. Na dann, los jetzt! Tiri! Professor Eugenius, Mission erfüllt! Gute Arbeit, Fixies. Eigentlich nicht so gut. Dieses Teil ist A7583. Aha! Ich wollte doch A8375. Ziffer, du hast doch gesagt, du merkst dir den Code. Hab ich auch. Und anschließend wieder vergessen. Ah, Ziffer, ich glaub nicht, dass du ihn vergessen hast. Na gut, dann gehen wir eben noch einmal los. Danke, lass mal gut sein. Ich gehe selber. Ich habe vergessen, ihn zu warnen, dass der Sensor ausgeschaltet ist. Und ich befürchte, dass er sicherlich erwartet, dass sich die Tür automatisch öffnen wird. Professor! Autsch!